Hallo und willkommen zurück zu Bear and Breakfast. So, wir müssen als erstes mit Toni reden. Hallo, mein Kind. Ich meine, mein Lieblingspraktikant. Keine Sorge, er nennt mich schon den ganzen Tag so. Du wirst dich dran gewöhnen. Oh, hallo. Schau, ich weiß aus sehr guter Quelle, dass wir durch den Kiosk dort oben ganz sicher mehr Menschen anlocken werden. Ach, ist das so? Und was für eine Quelle ist das genau? Naja. Oh, fantastisch! Der alte Kiosk für Reisende war der Juwel von Holzkreuzung. Er war eins der ersten Geschäfte, das dort von Menschen errichtet wurde. Oh, sozusagen wie die Pyramiden, weiß ich nicht. Nein, du wirst sehen, dass es eher ein rechteckiger Parallelepiped ist. Ein rechteckiger was? Also, sollten wir ihn aufmöbeln, wie wir das mit der Hütte gemacht haben? Und dadurch locken wir noch mehr zahlungskräftige Kunden an. Oder Will? Genau. Ich würde immer noch gerne wissen, wie du darauf kommst. Oh, diese Idee ist hervorragend. Wie immer, mein Sohn. Schüler, ja, das sagte ich doch. Ich nehme das zurück. Du wirst dich nie daran gewöhnen. Nun, lass uns gleich anfangen. Geh rein und räum die ganzen Trümmer weg. Dann können wir anfangen aufzubauen. Na also, und hat die immer noch Angst vor mir? Ja, panische sogar. Das ist nicht gut. Ich bin doch so ein netter Bär. Ein Himbeer, wenn man so will. Na, lieber ein Erdbeer. Zumindest sind mir die lieber. So, dann räumen wir hier gleich mal ein bisschen Müll auf. Beziehungsweise Schätze. Wertsachen, die einfach fallen gelassen wurden. So, oh, Baumwolldecke und Eisennägel. Wie groß ist denn unser Inventar? Ist es endlos? So. Schön alles nehmen. Meine Bärentaschen sind ziemlich üppig. Da passt viel rein. So, alles nehmen. Wunderbier. So, ich glaube, das haben wir geschafft. Und willst du noch was von uns? Wenn du dich mit Müll abgibst, fängst du auch an, danach zu riechen. Moschusartig und appetitlich. Danke. Du solltest vielleicht mal duschen, Kleiner. So. Da freut sich aber Toni bestimmt. Also, ist alles sauber? Es glänzt förmlich. Wie schön! Nun, wenn ich mich richtig erinnere, suchen die Leute bestimmte Dinge im Kiosk. Ich kann ein paar Sachen anfertigen. Ich habe nicht alles, damit sie perfekt werden. Dazu brauche ich einige ausgefallene Dinge, um alles zusammenzubekommen. Wir brauchen etwas Literatur für Menschen. Ich habe zu Hause ein Buch, das wir benutzen könnten. Ein alter Computer steht noch unter dem Turm in Siegemehl. Den habe ich geklaut. Oh, und eine Art Schreibgerät. Ich denke, der Busfahrer könnte eins in seiner kleinen Buskabine haben. Gut, Schatzjagd. Lass dir Zeit. In der Zwischenzeit werde ich alles zusammenbauen. Na gut, da haben wir ja einiges zu tun. Mit dem Busfahrer müssen wir noch reden. Ich glaube, dem müssen wir auch noch einen Gefallen tun. Egal, wir sammeln hier erstmal schön die Ressourcen auf. Natürlich weiß ich, wer meine Sandwiches geklaut hat. Diese Woche ist es Lard mit Fleischwurst drauf. Hoffentlich schmeckt es dem Dieb. Okay. Ich dachte, du hättest eins in deiner Kabine. Oder ist das deine Kabine? Kann ich es hier einfach klauen? Stift mit Schnur nehme ich mit. Und hier haben wir was? Eine Lampe. Na gut. Ich kann das doch nicht öffnen. Doch, könntest du. Schön hier mit den ganzen Ressourcen. Nein. Wollt doch alles mitnehmen. So, was haben wir hier? Beziehungsweise, wo geht's hier lang? Zur Weichsteinbucht. Ich glaube, da wollen wir noch gar nicht hin. So, alles mitnehmen. So, was brauchen wir als nächstes? Die Bruchbude müssen wir mal ein bisschen dekorieren. Das kriegt man hin. Ich würde auch gern wissen, wie ich Zeug abreiße. Nein, mit Will will ich nicht reden. Und hier... Die ist ein bisschen ruhig. Willst du schon wieder die ganze Nacht wach
Will ist schon wieder die ganze Nacht wach geblieben, um Filme zu schauen. Irgendwas über einen Hund namens Marley. Keine Ahnung, ich bin mittendrin eingeschlafen. Okay, die Anspielung verstehe ich nicht, muss ich vielleicht aber auch gar nicht. Oh, ich habe gerade noch Müll aus dem Augenwinkel gesehen. Ein Bär. Okay. Ich glaube, die kommt erstmal nicht wieder. So, wie repariere ich das denn? Abreißen. Verlassen, Raumplanung, Inventar. Ich würde sagen, Raumplanung. Komfort, Schlafzimmer. Kachel. Kann ich das nicht erweitern? Auswahl überschneidet sich mit einem anderen Raum. Ja, das weiß ich. Ich würde gern Räume editieren. Ist das echt nicht möglich? Bringe ich bis zum nächsten Mal in Erfahrung? Ah, das müsste eigentlich gehen. So, Inventar passt. Kann man auf jeden Fall mal ein bisschen was platzieren. Eine Blumenvase hier im Eck. Eine Willkommensmatte. Direkt vor dem Bett, warum nicht? Kleiner geometrischer Teppich. Ja, da teppicht er gut, glaube ich. So, direkt vorm Bett. Warum nicht? Dann haben wir ein Bärengemälde. Das kommt da an die Wand. Und Stiftmischdur braucht man für oben. Die kriegt noch einen kleinen Nachttisch. Mint, sieht das gut aus. So. Sind wir aufgestiegen. Schlafzimmer 1, aktive Gäste 1. Vielleicht können wir es auch nur abreißen, wenn das nicht mehr aktiv ist. Ich glaube, es ist nicht auf Stufe 2 verbessert. Ich habe mich aber so angestrengt. So ein Mist. So, wir müssen zu Bini gehen. Das heißt, wieder in oder nach Sägemehl. Das kriegt man hin. So. Dann die war oben im Feueraussichtsturm. Können wir hier noch mit interagieren? Nee, das blitzt ja auch nicht so schön. So, einmal nach oben. Oh, hier unten links liegen noch Ressourcen. Ganz übersehen. Und ansonsten... ja, erstmal nichts weiter. Nach oben mit uns. Nach oben mit uns. Und Bini schläft ja. Es ist doch mitten am Tag. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Doch, ich war schon mal hier. Wie bist du hierher gekommen? Mit meinen Füßchen. Rasselnde Bärenlaute. Gut, körperliche Aktivität ist immer eine gute Idee. Warte, verstehst du mich? Ich bin schon eine Weile in diesem Wald unterwegs. Ich denke, ich verstehe im Großen und Ganzen, was du sagen willst. Ach ja? Na, was sage ich jetzt? Das sind waschechte Bärenlaute. Das war ziemlich unverständlich. Ich schätze, ich sollte noch etwas üben. Jetzt fühle ich mich schlecht. Tut mir leid. Haha, ich mach doch nur Spaß. Was machst du hier so allein, Plüschi? Ich suche Bini. Ich hab etwas für sie. Oh, das ist nur ein Spitzname. Ich bin Bini. Oder Sabine, wie meine Mutter sagen würde. Ich mag Bini, aber so nennt mich niemand mehr. Wer hat dir das gesagt? Oliver, der Busfahrer. Er hat mir einen Brief für dich gegeben. Oh, Olli, so ein lieber Kerl. Kein Wunder, dass er dir vertraut hat. Lass mal sehen. Ich kann nicht glauben, dass er sie gefunden hat. Olli, du Wiesel, wo war sie? Hat er es dir gesagt? Er ist kein Wiesel, obwohl die Ähnlichkeit erkennbar ist. Nein, nein, er hat die letzte Seite unserer Atlaskarte gefunden. Die haben wir vor Jahren gemacht. Er hatte gerade erst seinen Führerschein gemacht und ich hatte einen viel kleineren Hut. Wir haben das gesamte Tal kartografiert, festgelegt, wo die Bushaltestellen und so weiter liegen sollen. Ich dachte, sie wären dem Brand zum Opfer gefallen. Ich wusste nicht, dass das Feuer so groß war. Hör mal, ich weiß, du bist den ganzen Weg hergekommen, aber könntest du ihm das zurückgeben? Ich wette, er weiß nicht einmal, dass ich den Rest habe. Na, auf jeden Fall. Ein Kompass. Bitte, das ist für dich. Ich werde dir helfen, den Rückweg schneller zu finden. Danke. Der Kompass... du hast den Kompass erhalten, der die Bereichskartenansicht freischaltet. Das ist schon mal nicht schlecht. Können wir hier noch was mopsen? Nö. Gut. Dann wollen wir mal nach unten.
Na? Komme ich auch so durch? Nö. Ah, müssen meine schönen Bierenpatscherchen den vollen Weg nehmen. Gut. Bereichskarte haben wir da oben. Das ist ja schon mal schön. Ich kann ja auch rauszoomen bis Ultimo. So, da habe ich schon alles gelootet. Hier können wir noch was ansehen. Warum haue ich diese Bäume nicht einfach um? Was für Bäume denn hier? Das ist aber eine gute Frage. Da ist eine Waschmaschine. Ich glaube, die haben wir schon geplündert. So. Ja, dann wollen wir mal zurück zu Olli. So. Kommen wir da unten auch irgendwo hin? Ich glaube, das ist sogar richtig, wo wir da hingehen. Yay! Unterwegs nach Holzkreuzung. Wünsche, das hätte einen besseren Namen. Ist so ungewöhnlich, das zu sagen. Macht aber natürlich Sinn. So. Also zu Olli erstmal. Das ist verständlich, dass der noch nicht im Bear and Breakfast übernachtet. Du bist schon wieder zurück, Kumpel? Hast du Beanie gefunden? Hast du ihr den Brief gegeben? Ja, hab ich. Bestätigende Bärenlaute. Oh, du bist echt ein klasse Typ, Kumpel. Oder Bär, sorry. Also, was hat sie gesagt? Sie hat mir das für dich gegeben. Oh, wow. Oh, wow. Kumpel, sie hat den Rest davon gefunden. Das ist unglaublich, Kumpel. Oh, all das mit ihr zu zeichnen hat mir den Spaß meines Lebens bereitet. Abgesehen vom Busfahren natürlich. Natürlich. Sieh mal, das sind Sägemehl und Bergsee. Und schau, hier sind wir. Du weißt vermutlich nicht mal, was ich da rede. Dieses Tal ist riesig. Es gibt Orte, die ein Bus nicht einmal erreichen kann. Ich weiß, es ist wild. Hör mal, ich bin schon eine Weile hier. Nur ich und meine Busse. Es fühlt sich für uns einfach nicht richtig an, nur auf unseren Rädern rumzusitzen. Weißt du? Mich und meine Busse hat schon lange niemand mehr gebraucht. Aber wodurch jetzt all die neuen Leute zu Besuch kommen und so... Ich denke, du solltest das hier haben. Und guck mal, siehst du, wo all diese alten Bushaltestellen sind? Wenn du sie reparieren kannst, wie du es mit der alten Lagerhütte gemacht hast, dann lasse ich dich umsonst in meinen Bussen mitfahren. Schnellreise. Verdammt, ich glaube, Bären haben sowieso keine Taschen für Geld. Nee, aber für jede Menge anderes Zeug hervorragend. Atlas auch hervorragend. Sieh mal dort, die erste ist direkt da, neben der Hütte. Wie wär was? Wie wär das? Das wäre eigentlich ziemlich gut. Was brauche ich denn, um die zu reparieren? Da ist sie ja. Das haben wir doch alles. Bestätigen. Na, wunderbar. Eine neue Bushaltestelle ist jetzt verfügbar. Du kannst sie über die Schnellreise erreichen. Das gefällt mir. Geht es von überall oder brauche ich eine andere funktionierende Bushaltestelle? So, was hast du jetzt wieder? Deko-Objekte. Öllampe. Oh, zwei Deko. Nee, was braucht es? Rosen jetzt, was das kostet? Nee, probieren wir mal hier. Ich glaube, das sind drei Dekor. Alte Schubladen. So, das sind zwei Dekor. Paar Äpfel haben wir noch. Abgenutzter Geschirrschrank. Was haben wir denn noch? Das haben wir alles schon. 111. Braucht man das alles? Kartonschachtel. Ah, Spiegel habe ich schon. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die Lampe mit. So, passt. Dann schauen wir mal, ob es ihr gefällt. Ein Bär ist hinter dir. Hui. So, okay, ich habe die Bushaltestelle ja repariert. Ach, das können wir auch morgen noch machen. So. Was haben wir hier? Inventar. Ein schiefer Spiegel. So, dann kann sie sich zumindest schon mal betrachten. Na, wie platziere ich den denn richtig? Gar nicht am besten. Hier direkt beim Schlafen. Warum nicht? Sieht furchtbar aus. Oh, wir haben Bushaltestellenschild. Eine kleine Öllampe. Will's ja immer hell haben. Alte Schubladen. Warum nicht? Besser geht schon nicht mehr. So, das war, glaub ich, alles. Ja, passt.
dann können wir noch hier kurz mit Toni reden. Immer noch auf der Suche nach Schätzen? Komm zurück, wenn du alles gesammelt hast. Was muss ich denn noch sammeln? Erhalte das Buch über Rechtschreibung aus dem Dickicht. Ach, da müssen wir wieder hin. Na gut, dann würde ich sagen, den Tag können wir beenden. Nacht schlafen. Ah, so werde ich mich nachher auch hinpacken. Ich werde aber wahrscheinlich ein bisschen mehr sabbern. So. Dann haben wir ein... Was? Ist sie jetzt zufrieden? Nee, immer noch nicht. Warum denn das? Das sieht doch so schön aus hier. Ach, Menno. So, dann würde ich mal sagen... Genau, erstmal reden wir nochmal mit Olli, wenn er direkt in der Nähe ist und so leuchtet. Konntest du die Bushaltestelle reparieren? Ja, habe ich. Zugestimmte Bärenlote. Das sind tolle Neuigkeiten, Kumpel. Ja. Oliver schien ein freundlicher und herzensguter Typ zu sein. Er war einer der wenigen, die im Tal geblieben waren. Tuck hingegen war ein verschlagener Holunke mit einer Vorliebe für gestohlenes Allerlei. Ein merkwürdiges Pärchen, das in erstaunlicher Harmonie zusammenlebte. Ach, die Charaktere sind schon nice. Ich kann schon riechen, wie sich der Benzingeruch durch meine Nasenhaare brennt. Das ist vielleicht nichts Gutes. Hör zu, immer wenn du über eine von diesen Haltestellen stolperst, mach sie ordentlich sauber und stell ein neues Schild auf. Und zack, fahre ich dich jederzeit dorthin. Sehr gut, sehr gut. Na gut, das können wir machen. So, das kostet das was für mich? Ja, ich glaube, das kostet was. Her damit. Ja, hat mich 200 Öcken gekostet. Hier ist noch ein Automat. Ich kann das noch nicht öffnen. Okay, dann kommt das erst. Hier sind ja auch noch Busse. Auf Dauer wäre das ganze Busfahren wohl eher nichts für mich. Die Dialoge sind ein bisschen zu kurz da. Ich hoffe, das wird noch irgendwann gepatcht, weil sonst ist es einfach ein bisschen schade. Hat man sich schon so Mühe gegeben mit den Dialogen und dann kann man die nicht mal in einem Rutsch lesen. Ist ein bisschen irritierend. So. In Schwarzmoos. Da haben wir aber keine Bushaltestelle, glaube ich. Zumindest noch nicht. Frag mich, wie man die ganzen Geheimnisse und Sachen hier reparieren kann. Ausfindig machen. Und da unten blinkt es ja auch wie verrückt. Na, da kommen wir noch gar nicht hin. So, das müsste das Dickicht sein. Sehr schön. Dann können wir mal mit unserer Mama wieder reden. Hui. Irgendwo hier müsste doch das Buch liegen. Ja, bestimmt in seinem Zimmer. Wie ich sehe, geht dir das Taschengeld aus. Oh, mein armer kleiner Junge. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Der Tag, an dem ich mich wieder als Elternteil nützlich fühlen würde. Nun, ich helfe dir aus, aber nächstes Mal musst du besser aufpassen. Okay? Bitteschön, Schatz. Dankeschön? Wie viel Geld habe ich bekommen? Ich weiß, unhöflich nachzufragen, aber wir haben 100 Euro bekommen. 100 Gold. So, irgendwas hier zum Lampe will ich nicht ausmachen. Ah, ich habe eine Lampe ausgemacht. So, ein Buch. Buch über Rechtschreibung. Oh, das wird den Menschen sicher gefallen. Damit kennen sie sich nicht mehr so gut aus. So, hier können wir wahrscheinlich nichts einsammeln. Oh, die Vase und so. Hier könnte man doch Touristen hinlocken. Das sieht schön aus. So, dann wollen wir mal wieder runtergehen. Hier gibt es wohl keine Busse. Auch hier nicht. Rausgesucht? Nö. Und hier oben haben wir was? Holzfällerwerkzeug habe ich. So, ein Weg ist frei. Wunderbar. Wo führt's denn hin? Nach Sägemehl. Das ist ja wunderbar. Abkürzung freigeschalten. Halbwegs. So. Wenn wir hier überhaupt durchkommen. Aber ich denke schon. Dann einmal noch nach rechts. Ich glaube, die Ressourcen respawnen nach einer Zeit. Das ist ganz gut, weil ich bezweifle, dass man die wirklichen Bäume fällen kann. So. Ja, das wird schon passen. Das Buch Hammer und dann sammeln wir hier auf jeden Fall noch die Bretter ein.
und schauen mal bei der Brücke, was wir hier sehen können. Das ist die größte Spalte, die ich je gesehen habe. Hehe. Hat er wohl sich noch nicht vorm Spiegel gebückt. Ein unschöner Anblick, das könnt ihr mir glauben. Hier ist eine Krähe und hier ist noch eine Bushaltestelle. Bestätigen. Sehr schön. Dann können wir mal die Schnellreise verwenden. Oh, wir können tatsächlich nach das Dickicht gehen. Nee. Holzkreuzung oder Sägemeer. Na gut. Das klingt doch gut. Das ist ein schönes Schnellreisesystem. Und da sind wir. Und Toni erwartet uns. Konntest du alles finden? Das hat etwas gedauert, aber bitte sehr. Oh ja, ja, das ist alles, was ich brauche. Sehr schön, dann mach den Kiosk mal flott. Ja, das wird nicht lange dauern. Wieso hämmerst du denn von außen dran? Oh, der ist ja richtig schön geworden. Fast wie neu. Wie hast du das geschafft? Das sieht ja klasse aus. So. Ist der Kiosk fertig? Er ist fertig. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde. Logarö. Wie bitte? Ja, das war 38 waagerecht im Kreuzworträtsel Halbfinale von 1982. Ich habe es letztens im Müllcontainer gefunden. Ekelhaft. Nein, du denkst an das andere Teil. Das habe ich auch gefunden. Egal, das hast du gut gemacht, Kind. Du kannst jetzt weitere Dinge beim Müllcontainer kaufen. Oh, und ich lege ein gutes Wort für den dicken Käse ein. Was für einen dicken Käse? Na gut. Oh, was will Toni denn hier? Alles klar, Hank, mein Junge. Ich habe alles Mögliche für diesen Ort getan. Ich denke, das ist ein guter Anfang, obwohl noch etwas Arbeit vor dir liegt. Danke, Toni. Du findest mich in meiner Mühle, wenn ich dir behilflich sein kann. Oh, und grüß deine Mutter von mir. Ich sag ihr, sie soll mal vorbeikommen. Ah, ich mag, wie Toni läuft. So, ich würde gern wieder ranzoomen. Hervorragend, mehr von Tux Müll ist verfügbar. Hank, Hank, wo bist du? Ich bin hier. Was ist denn los? Was ist denn los, Annie? Hank, wo hast du gesteckt? Ich habe überall nach dir geschnüffelt. Also ich habe Toni getroffen und er hat mir gezeigt, wo man Bauholz herbekommt. Dann haben wir ein Bett für Menschen gebaut und... Und woher hast du das Alligatorkraut? Oh nein, davon haben wir nichts gefunden. Nur Kiefern und Sperrholz. Gleich ist es soweit. Weil wir mussten auch etwas Baumwolle verwenden. Hank? Ja? Was ist los? Was ist los? Mama! Da haben wir es. Ich habe es völlig vergessen. Ach, falsche Stimme. Ich habe es völlig vergessen. Ach du meine Güte. Wir müssen sofort nach Hause. Warum? Ich war doch gerade daheim. Na gut. Dann müssen wir zurück ins Dickicht. Das kriegt man noch hin. Die kommt ja eh klar. Ich glaube, ein Tag noch, dann ist sie weg. Und dann schauen wir mal, dass wir da zwei Schlafzimmer oder so unterbringen. Irgendwann muss das Spiel ja ein bisschen sich noch öffnen. Fühlt sich gerade noch ein bisschen sehr Tutorial-mäßig an, was nicht schlecht ist. Aber es ist halt noch so. Muss ja auch noch viel lernen. Hank, Kinder. Was ist denn los? Hank, wo hast du denn gesteckt? Meine Güte. Geht es dir gut? Ist etwas passiert? Mir geht's gut, Mom. Nichts passiert. Okay, gut. Was hast du dir da nur wieder in den Dickschädel gesetzt? Und du? Ich hab nicht mal was gesagt. Du hast ihn wieder dazu angestiftet. Ist es nicht so? Nein, Mom. Will hat gar nichts getan. Wir waren nicht mal so lange weg. Es sind Tage vergangen. Die Menschen kehren zurück. Und noch etwas. Sie machen was? Und wir helfen. Verstehe. Nun, ich schätze, daran ist nichts auszusetzen.
Wir kriegen noch mehr zu Besuch und sie bringen Geld und Müll mit und wir können alles über sie erfahren und ich kann Sachen für sie herstellen. Ich, Toni, hat es mir beigebracht, wie man ein Bett baut und ich habe schon seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Nun, ich schätze, ich hätte dich eh nicht länger hier festhalten können. Sag das nicht so, Mom. Ich gehe nirgendwo hin. Ich will nur... Es fühlt sich gut an, zur Abwechslung mal etwas da draußen zu tun. Etwas Nützliches. Ich weiß, dass es das tut, Schatz. Zumindest fürs Erste. Ihr seid vermutlich alle erschöpft. Ihr solltet euch ausruhen. Ja, wir sollten nach unseren Menschen sehen. Truckerkappe, wunderbar. Kann ich mir die gleich aufsetzen? In Ordnung, Schatz. Bring nächstes Mal deinen Hut mit, falls es regnet. Jetzt ruh dich aus. Na gut. Oh, Will will reden. Nee, das ist Anton. Sah so klein aus. Oh, du brauchst für mich nicht aufstehen. Ich sehe auch von hier gut. Was? Sagen wir einfach, du hast bei den richtigen Leuten den richtigen Eindruck hinterlassen. Kumpel. Das ist nicht wahr. So etwas habe ich nicht getan. Entspann dich. Das ist was Gutes. Ist es? Die übergroße Ratte hatte ja gesagt, dass Größe nicht überall proportional ist. In der Hose stimmt's aber. Hör zu, du hast bei meinem unsinnredenden Mitarbeiter einen ziemlichen Eindruck hinterlassen, was nur selten vorkommt. Solltest du dich danach fühlen, damit weiterzumachen, ist der Weg zur alten Straße freigegeben. Solltest du dich dort unten wiederfinden, komme ich auf der Deponie besuchen. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir ein Angebot machen werde, das du nicht ablehnen kannst. Oder ich weiß nicht. Ich schätze, du könntest es ablehnen, aber es ist ein ziemlich gutes Angebot. Mach, was du willst. Interessiert mich nicht. Neue Routen freigeschaltet Richtung A24. Sehr, sehr gut. Das war seltsam. Ja, viele Sachen sind seltsam. Die Mafia-Maus zum Beispiel. So. Können wir hier noch was mitgehen lassen für unsere Menschen? Sieht nicht so aus. Nach oben können wir auch noch nicht. Dann schauen wir mal, wie es unserem Gast geht. So. Gehen wir mal am besten wieder über Sägemehl. Ich habe das Gefühl, das ist minimal schneller. Aber wirklich minimal. Und hier finden wir zumindest ein paar Ressourcen. Da versteckt sich doch schon eine mitten in der Baumspalte. Ja, nehme ich mal mit. Gibt noch viel zu reparieren und viel zu dekorieren. Kann nicht schaden, alles in die Beerenpranken zu bekommen. Sehr gut, her damit. Oh, da liegt ja ganz viel wieder. Das freut mich. So viel zu, es geht schneller. Ich bin deutlich mehr abgelenkt, aber es liegt ja auch gutes Zeug hier rum. Ich möchte mal alles mitnehmen. Also nicht alles, aber so ziemlich alles. So, was ist hier mit? Ich frage mich, wo ein so großer Baum wohl stehen könnte. Ja, bei mir im Vorgarten. So, diesmal ist tatsächlich der Baum da. Ich glaube, letztes Mal war er irgendwie ausgeblendet. Oder ich habe ihn einfach nicht gesehen. Das wäre sehr peinlich, aber es passiert nun mal. Es passiert dem Besten. Und es passiert auch mir. So, da ist ja noch ein Balkengewusel unter dem Stamm. Nehmen wir nochmal mit. Und dann geht's Richtung Holzkreuzung. Beziehungsweise wir können ja einfach schnell reisen. Das bringt jetzt nicht wirklich was, aber wir können es also machen, yes. Du könntest ein hübscher Tisch werden. Okay. Barbara, was macht die denn da? Oh, wer ist da? Na sowas. Das ist aber eine Überraschung. Meine Güte, du bist aber ein großer Bursche, nicht wahr? Du wirkst nicht sehr angsteinflößend. Ist schon in Ordnung. Du bist nicht der erste Mistkerl, dem ich hier in der Gegend begegne. Hab keine Angst. Wer bist du? Hinterfragende Bärenlaute. Nun, es ist wirklich schön, dich kennenzulernen, Liebes. Ich bin Barbara.
Ich bin schon der Hüter dieses Waldes gewesen. Da konnte ich gerade mal so eine Silberkiefer von einer Bärkiefer unterscheiden. Weißt du, wo wir sind? Ich habe mein gesamtes Leben hier verbracht. Bären, lauter. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade so witzig fand. Oh, natürlich nicht. Du bist nicht aus der Gegend. Das wüsste ich. Nun, wir befinden uns in Holzkreuzung, einem der größten Holzumschlagplätze diesseits des Tals. Oder zumindest war es das einmal. Heutzutage macht kaum noch eine Seele einen Schritt in diesen Ort. Obwohl, in letzter Zeit sind mir weitaus mehr Seelen aufgefallen als sonst. Es ist fast so, als würde etwas die Leute wieder zurückholen. Ja, ich mach das. Und dann kann ich nicht umhin zu sehen, was für eine wunderbare kleine Hütte wir hier haben. Hattest du da deine Hände im Spiel? Hab es mit meinen eigenen beiden Tatzen gebaut. Zuversichtliche Bärenlaute. Ich hätte nie geglaubt, dass ich nochmal erleben würde, wie jemand unser kleines Tal besucht, geschweige denn Touristen. Ich muss schon sagen, das war eine ganz schöne Leistung für einen allein. Hoffentlich sehe ich bald noch mehr von deinem Handwerk. Ja, das hoffen wir doch alle. So, lädt es gerade. Ich kann gerade nichts machen. Hallo? Speicherst du Spiel? Hängst du? Ah, hat geladen. Na gut, muss auch mal sein. Haben wir überhaupt Gäste? Aktive Gäste 0, das ist doch schön. Ich würde gerne einmal abreißen. Ja, in die Option wahrscheinlich nicht. So. Wände anzeigen. Das waren zu viel. Zu viel Wände. Ah, löschen. Ja, wunderbar. So, die Rezeption machen wir vielleicht erstmal hier. Passt man noch dahinter? Vielleicht. Weiß nicht, ob das richtig rum ist. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir Raumplanung machen. Ein Schlafzimmer. Vielleicht auch zwei Schlafzimmer. So, das ist 4x4. Und dann müssen wir hier auch nochmal 4x4 machen. Das heißt, das da platzieren wir um. Weiß zwar nicht, wohin im Moment. Erstmal da unten. Dann ist es aus dem Weg. Und dann machen wir doch noch ein Schlafzimmer. Nee, ich hätte gern... lieber doch nicht. 4x4. Passt. Oh, das kostet ja was. Okay, wir müssen erst die Tür platzieren. Das ist richtig. Kann ich gerade nicht? Ah, hier, sorry. Das verwechselt das jedes Mal. Wie macht man das am besten? Bin mir mit dem Abstand nicht sicher. 2, 1, was sieht gut aus? Gar kein Abstand. Das ist schon weird. Ein Abstand. Sorry, ich bin da ein bisschen merkwürdig. Machen wir mal keinen Abstand. Und schauen, wie es wirkt. Die Tür können wir ja zumindest neu platzieren. So, das passt. Habe ich noch mehr Bärenkohle? Ich glaube nicht. Das sieht eigentlich gut aus. Und hier entsprechend auf die andere Seite. Nee. Kein Bett und kein Geld. Schade eigentlich. Dann verlassen. Absolut. Na gut, dann müssen wir hier ein Bett drin platzieren. Das haben wir zum Glück noch. Ist aber so ein schäbiges Bett. So, das machen wir so hin. Wenn wir es kleiner gebaut hätten, hätte wahrscheinlich noch mehr gepasst. So kleiner Nachttisch wird sich ja da anbieten. Weiß nicht, wie er rumrotiert werden muss. Aber das sieht falsch aus. Vielleicht so. Ich glaube, das ist besser. Kleiner Teppich, tu mal davor. Obwohl... Kann man den noch irgendwie mitten im Raum? Ich weiß, das sieht gerade nicht so. Vielleicht hier neben dem Bett. Was auch immer. Eine Blumenvase. Gerne auf den Nachttisch. Ein Spiegel, dass man sich im Bett sehen kann. Bei dem, was man da so anstellt. Ab und zu mal schlafen, denke ich. So eine Lampe. Und dann ein kleines Bärengemälde. Das sieht doch echt schon knuffig aus. Und eine alte Schublade. Ach, die kommen wahrscheinlich andersrum. Na? So, da passt sie zumindest hin.
kollidiert ein bisschen mit der Tür, vielleicht auch einfach da. Dann kann ich die Lampe draufstellen. Ja. Na, das sieht doch schon gut aus. Wie setze ich mir denn die Mütze auf? Weiß ich noch nicht. So, das sieht gut aus. Verlassen. So, dann... Achso. Der Rezeptionstisch muss noch wieder in Ordnung gebracht werden. Echt keine Ahnung, wie rum. Vielleicht mal... Habe ich nur zwei Richtungen? Wir probieren es mal so. Ich glaube aber, ich habe nur zwei Richtungen. Ich habe quer... Müssen wir mal sehen. So, die Hütte. Details. Ansehen Stufe 1. Gästeanfragen 8. Georgiana Booker. Komfort 3, Dekoration 4. Sind es die Anforderungen? Das würde ich gern noch sehen. Wie viel Geld gibt ihr mir denn? Ein Tag. Callista Middleton. Nee, wir nehmen mal Bellatrix Kiddo. Die bleibt auch nur einen Tag und die hat nicht so hohe Ansprüche. Zuweisend. Okay, Anfrage angenommen. Das funktioniert schon wunderbar. Wir brauchen das Geld. So, da unten geht's natürlich weiter, aber ich würde sagen... Ja. Verbesserung am Haus? Achso. Natürlich, Nachtschlafen. Direkt unter der Lampe da. Sehr gut. Ich dachte, ich hätte die Bushaltestelle repariert. Wieso sieht die wieder so runtergekommen aus? Ah, da ist sie ja. Nein, keine Angst. Ich habe leider nicht gesehen, wie viel Gold die mir da lässt und wo ich überhaupt mehr Gold bekomme. Können wir noch was herstellen? Herstellung. Rezeption. Schäbiges Lattenbett. Deko-Gegenstände können wir noch nicht machen. Okay. Dann würde ich sagen... Ah, die Matte ist jetzt... falsch platziert. Wieso hat die Angst? Achso, weil sie vielleicht aus dem Fenster geschaut hat. Oh, die mag ihren Raum. Die weiß, dass der Spiegel gut platziert ist. Und wahrscheinlich mag sie auch den Kiosk. So, dann gehen wir mal auf die A8. Nee, auf die A24. Kilometer 62. Na gut, ich laufe aber ungern auf der Straße. Zur Holzkreuzung. Natürlich, natürlich. Das hier ist aber ein trockener Platz. Wo geht's denn hier links hin? Das sieht so aus, als ob es ins Schwarzmoor führt. Schwarzmoos. Ist ja dasselbe. Das ist wahrscheinlich die andere Seite, die wir jetzt looten können halbwegs. Oh, das sind Blümchen, die ich aufnehmen kann. Die glitzern zumindest. Kohlelilie, eine seltene dunkle Blume, die nur an ganz bestimmten Orten wächst. Ja, zum Beispiel dem hier. So, da ist ja noch relativ viel drin. Das nehmen wir gern mit. Kiefernbrett und Sperrholzplatte. Na gut. Ah, da hat sich auch was versteckt. Her mit der Kohlelilie. So, ganz viele sind hier. Und wo ist das Alligatorkraut? Was haben wir denn da? Plastikbrett, Kupferplatte. Was ist mit meiner Stimme passiert? Kupferplatte, Eisenplatte, Baumwolldecke und Kunststoffdecke. Alles nehmen. Alles gehört mir. Holzfällerwerkzeug. Oh, dann können wir das reparieren. Das ist ja klasse. Toni muss mir noch sagen, wie man das herstellen kann. Na, vielleicht können wir es auch bei ihm kaufen. Oder bei Olli können wir das kaufen. Das auf jeden Fall. Da ist ein Alligator. Ich hoffe, der hat Alligatorkraut für mich. Charlotte. Im Zirkel geht das Gerücht um, dass Verjüngungstränke nicht mehr angebracht sind. Irgendwas wegen der ethischen Beschaffung der Zutaten. Oh je, nehmt ihr auch Jungfrauenblut, wie das die Superreichen angeblich machen? Ja, ist eine dämliche Verschwörungstheorie. Ist mir gerade nur eingefallen. Vor allem, weil sie gesagt hat, die ethische Beschaffung. Das ist ja ein bisschen unethisch. So, alles nehmen. Dann wollen wir mal... Habe ich die Blümchen einfach übersehen vorhin? Ich glaub's ja nicht. Alles nehmen. So, dann möchte ich gern wieder auf die trockene Autobahn. Zumindest vorerst. Und dann müssen wir Anton besuchen. Der uns hoffentlich Geld leiht. Hey, der wäre ja der passende Mafia-Charakter, um uns wirklich Geld zu leihen.
So, Anton. Da bist du ja. Kann ich hier was aufheben? Claire, auch nicht da. Entweder ist er mal wieder nicht in der Stadt oder er zieht irgendwo einen Graben. Dieser Junge könnte sein Vorderteil nicht von seinem Hinterteil unterscheiden, aber er würde uns nicht im Stich lassen. Nicht uns. Oh oh, 10 Uhr, Chef. Was für eine Überraschung. Unser mächtiger Unternehmer. Gibt es ein Problem, Boss? Nein, zumindest noch nicht. Wie war die Reise, Hank? Ich glaube nicht, dass ich dir meinen Namen verraten habe. Das musstest du nicht. Ich kannte ihn, bevor deine Mutter ihn kannte. Ich glaube nicht, dass sie ihn kannte. Sir Mama hat mir keinen Namen gegeben. Die Luft da oben wirklich dünner, oder? Auf jeden Fall. Ich habe deinen Namen nicht verstanden, weil ich ihn nicht einfach so durch den Raum werfe. Du heißt doch Anton. Da besteht ein Geheimhaltungsprinzip. Geheimhaltungsprinzip? Also ich könnte es dann ja vielleicht auch geheim halten. Mit dieser Einstellung wirst du es nicht weit bringen, Junge. Wie auch immer, mein Name ist Anton. Ich leite diesen Ort. Welchen Ort? Ha, welchen Ort? Diesen Ort. Alles, was der Gestank berührt. Hör zu, du hast ja diese ganzen Fragen noch nicht verdient. Meine Mitarbeiter oben im Norden sagen, du hättest etwas Gutes vor. Leute zurück ins Tal bringen. Das sind gute Neuigkeiten für jeden. Aber wir haben ein Problem. Einer aus meiner Crew ist vor 3 Nächten verschwunden. Claire wird dir alles erzählen. Wir haben Bate gegen 21 Uhr in der Nähe der Schwarzmoosgrenze verloren. Wir waren unterwegs auf einer unserer Plünderungen. Ich hatte gerade um ein besonders schweres Stück Schrott gefeilscht. 10 Sekunden später drehe ich mich um und von Bate ist keine Spur mehr. Nur das leise Zischeln des Sumpfes. Hast du irgendeine Ahnung, was mit ihm passiert ist? Nein, aber du wirst es herausfinden. Ich mache dir ein Angebot. Du brauchst mich und meine Deponie, um deine kleine Unternehmung zum Laufen zu bringen. Andernfalls rennst du auf der Suche nach Schrott herum und stirbst an Altersschwäche, bevor der erste Kunde auch nur einen Fuß in deinen Laden setzen kann. Ich hab doch schon Kunden. Wenn du uns aber Wade zurückbringst, kannst du jedes Stück Schrott, was du hier findest, behalten. Wir vermuten, dass er sich irgendwo ins Schwarzmoos aufhält. Dort würde ich zuerst suchen. Wenn ich du wäre, würde ich nicht so herumsitzen. Na gut, das ist ja ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Hey, das kann ich ja schon aufnehmen. Ich brauche euch ja gar nicht dazu. Ihr könnt einen großen Bären einfach nicht aufhalten. Aber eure Maschinen sehen cool aus. Vielleicht kann ich damit was anfangen. Ich weiß noch nicht, wie das benutzt wird. Ja, das glaube ich gern. So, hier war ja auch ein Ausgang. Praktisch, dann müssen wir nach Schwarzmoos. Obwohl der Marker leitet uns nach unten. Oh, da ist noch ein Hai. Dem muss ich aber eine bessere Stimme geben. So, haben wir hier eine Bushaltestelle irgendwo. Interessant, das wird ja ein Riesenanwesen, was wir hier machen können. Ich glaube schon, dass wir das machen können. Interessant, wo ist denn die Bushaltestelle? Eine kriege ich, glaube ich, noch rausgeschüttelt aus mir. Da ist sie. Ja, wunderbar. Haben wir gleich eine Schnellreise hier nach unten. So, wir gehen einmal nach oben, nach Holzkreuzung, reisen. Und dann würde ich tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.